Wir sind auf einer Plattform, wo es immer Trends gibt. Das ist also immer irgendwo, ja, es ist eine Periode, die ist dann auch irgendwann zu Ende. Ja, und jetzt sind wir auch in einer Zeit, wo viele gerade jetzt in der Gastro betroffen sind von Inflation, ne, von Lieferkettenprobleme, Knappheit von Ressourcen. Ich denke, du bist auch irgendwo davon betroffen. Sehr Was stark würdest sogar. du, genau, erklär mal, mit was für Herausforderungen hast du gerade zu kämpfen und was für Tipps gibst du raus? Aus deiner Erfahrung vor allem. Genau, was für. Also die erste Frage erstmal, es ist sehr kurzlebig durch Instagram. Da kommt schon der andere Trend, dann kommt der andere Foodblogger stellt den vor, dann bist du der King und dann hast du eine Eröffnungsphase, die ist super, stellst Leute ein, dann sind die wieder weg. Schwierig. Das heißt, du musst immer innovativ bleiben. Früher, als ich in Gastro gemacht habe, du hast eine Kaffeemaschine gehabt, Cola, Fanta und ein bisschen Sprit. Boom, warst du voll ausgestattet. Jetzt, Alter, die Farbe, die Namen, ich komme ja selber da nicht mehr mit. Aber die Leute leben das. Deswegen muss der Gastronom auch gucken, dass er junges Publikum an Angestellten hat, die auch so im Zahn der Zahn. Immer mehr Ja, Erlebnis, immer ne? Da muss Erlebnis. ich Die müssen ja. sich also mit der Gruppe auch auf Social Media treffen. Die müssen sich dafür interessieren. Also, das mal. Zum einen. Ansonsten ist jetzt gerade in der Gastro die schwierigste Zeit, die überhaupt jemals am Start war, solange ich Gastro mache. Und Das heißt was? das sind jetzt fast 30 Jahre. Mit 16, 17 habe ich meine Kaufmannsausbildung, 18, 17, 18 abgeschlossen. Seitdem bin ich in der Gastro. Und 2 Jahre Corona hat schon vieles kaputt gemacht. Nach Corona dieser Krieg. Rohstoffe, die explodiert sind, Energiekosten, die explodiert sind. Fachkräftemangel war sowieso nach Corona ein Riesenthema, weil 30% in den Retail abgewandert sind. Also alle, die irgendwie bedient haben, von 100 Menschen sind 30, 40 gar nicht mehr da. Und jeder macht auf, will Geld machen, weil er 2 Jahre nichts verdient hat. Hat die Mitarbeiter nicht, muss die Öffnungszeiten reduzieren, um überhaupt einen guten Service darstellen zu können, weil die Social-Media-Plattformen machen dich ja platt im wahrsten Sinne des Wortes, wenn du nicht performst, sofort hast du eine Bewertung, betrifft mich auch. Oder Videos auf Videos TikTok. und. Und deswegen kämpfen die ums Überleben und dann kommt halt sowas wie ja, Energiekosten, die jetzt fünfmal, sechsmal so hoch sind. Ich habe mit einem Bekannten telefoniert, den habe ich einen Laden verpachtet, den habe ich damals verkauft. Das war für mich nicht der richtige Standort, der hat 9000 Miete. Und hatte zu 9000 Miete immer 2000 Energiekosten. Jetzt hat er 11000 Energiekosten zu 9000 Miete. Überleg dir das mal. Also deswegen an der Stelle alle bitte Energiepreise checken und hier eine ganz wichtige Info, nicht den günstigsten Anbieter nehmen, sondern hier auch mit Immobilien gucken, wer gibt dir langfristig oder mittelfristig den besseren Kurs, weil die werden noch steigen. Und jetzt gehen viele zum günstigsten, privaten, irgendwo. Also da bitte aufpassen. Da bin ich nämlich gerade dran an dem Thema. Wir drehen dazu auch Videos. Viele wissen ja auch gar nicht, wie sich der Preis ergibt, weil Nein. wir reden ja immer von Gasknappheit, aber die Strompreise ändern sich ja. Ja, und der Strompreis ist auch Gas, und gekoppelt das ist irgendwo an, gekoppelt, genau, das ist das ist gekoppelt. gekoppelt, das Ja, wissen wenn Gas viele gar nicht. hochgeht. Wenn Gas hochgeht, dann hat das auch irgendwas mit dem Strompreis zu tun. Und das ist aber dann auch irgendwo delayed. Das heißt, wir können noch stark davon ausgehen, dass in Zukunft die Preise noch weiter nach oben steigen. Also die Prognose, ich habe ja gestern einen Post gemacht, ich brauche einen Energieberater, bitte melden. Und dann melden sich ganz viele aus der Community. Davon leb ich jetzt auch mit Wissen. Und die meisten sagen, jetzt langfristig festmachen, es wird vierfach noch werden. Dann weiß ich allerdings auch nicht, wer das noch überleben soll. Das würde ich jetzt nicht erstmal vorhersagen. Aber ich tendiere dazu, langfristig den Preis fix zu machen, wie bei einer Immobilie. Ich meine, diejenigen, die das nicht gemacht haben, guck mal, jetzt ist der Zins auf 4, 5%. Stell dir mal vor, die haben sich da richtig eingekauft und haben nicht mehr viel über von den Mieteinnahmen. Und dann läuft das in 1,5 Jahren aus. Da musst du die Dinger weggeben, Kommt die oder? Bank und sagt, hallo, ich brauche noch Und Sicherheiten. das passiert gerade in der Gastro. Deswegen würde ich jetzt in der Gastronomie jetzt im Winter nicht einsteigen, es sei denn, der Deal ist so gut und du hast das nötige Kleingeld. Dann ja. Ansonsten heißt die Challenge Winter überleben. Deshalb alle vorbeischauen, da bekommt ihr, ne, aus der Praxis Tipps, wie man das bestmöglich schaffen kann. Ne? Also ich finde es wirklich sehr, sehr wertvoll. Ne? Kann mir das vorstellen, auch selber, dass da drin bin. Man braucht in solchen harten Phasen einfach jemanden, an dem man sich stützen kann. Ne? Ja, also das sage ich auch immer, gerade jetzt, wo es so viele Coaches gibt und die viel beibringen, richtet euch an Menschen immer, die das
was sie machen, operativ gelernt haben. Ein Teil Theorie, sage ich immer, und zwei, drei Teile praktische Umsetzung. Du lernst in der Praxis einfach vieles, was du in Büchern nicht wirklich... Das ist eine super Ergänzung, eine gute Basis, aber ein Teil, das heißt, wenn du einen Tag in der Woche, einen ganzen Tag Bücher liest, dann musst du auch 6 Stunden lang deinen Arsch bewegen, um das Gelesene auch in die Umsetzung zu bringen, um daraus wiederum eine Rückkopplung mit gelebter Erfahrung zu sammeln und zu sagen, was habe ich jetzt davon? Was, bin ich das? Kann ich das? Und dann gehst du in die Reflexion und sagst, okay, da war ich gut, da war ich schlecht. Und das nennt man dann Entwicklung. Und manche machen das richtig gut, weil sie es von den Eltern her gelernt haben. So wie bei euch, Finance-Thema lernt man nicht in der Schule. Die Eltern haben manchmal gute Muster, manchmal nicht so gute Muster. Das übernimmst du. Aber du musst ja für dich deinen Weg finden. Und das geht ums Reflektieren und Lernen. Und deswegen, glaube ich, ist der Anfang halt immer zu gucken, was bin ich, wo habe ich meine Schwächen, wo habe ich meine Stärken. Und so von Tag zu Tag auch immer mit sich selber vor Gericht zu gehen und zu sagen, okay, da muss ich nochmal nachjustieren. Und das ist in der Gastronomie nichts anderes. Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank für die Tipps. Da können wir auch nur sagen, wir haben vorhin mit dir auch sehr lange gesprochen, auch über deine Story. Das sagst du nicht von irgendwo. Du hast viel durchgemacht. Du weißt, worüber du sprichst, auch über die harten Phasen. Deshalb genau, mein Buch habe ich geschenkt. Buch. Schau, genau. Schmeiß mal her. Ja, machen wir hier so. Hammer! Durchlesen, ne? Also da vorhin wurden wir emotional. Ne? Wurden wir wirklich, ich habe auch Gänsehaut gekriegt, ja. Ne? Als ich das hier über die schwierigen Zeiten... Ja. Schaut euch an, also wirklich, holt euch das Buch. Das ist wirklich, gerade wenn ihr in die Branche oder generell unternehmerisch selbstständig werden wollt, dann... Ich möchte aber noch für eure Community was sagen. Ich habe jetzt die Jungs kennengelernt. Wir waren 4 Stunden zusammen. Und die Botschaft, die ihr rausschreit, ne, kann wirklich Familien so ändern und die das Leben der Menschen so beeinflussen. Weil ich habe das dir vorhin erzählt, ich habe nie mit Geld gut umgehen können. Weil ich hatte nie Geld und als ich es hatte, wollte ich den Larry machen, also Auto und dies und das. Und dann habe ich gemerkt, wenn du selbstständig bist und mit Geld nicht umgehst, dass es doppelt und dreifach so schlimm ist, weil du halt auch Kosten entsprechend nicht vernünftig damit umgehst. Und dann multipliziert sich das um das 5- und 10-fache. Und ich habe immer gesagt, warum habe ich das nicht in der Schule gelernt? Und jetzt gibt es Teaching Finance und dann noch so sympathische, herzliche, tolle Menschen. Also... ich bin immer da, wenn ihr mich ruft und ich unterstütze das, weil ich weiß, was für einen Mehrwert das auch für die Wirtschaft später gibt. Weil jeder Einzelne in der Gesamtheit ist ja unsere Wirtschaft. Und wenn jeder damit gut umgehen kann, 100%. Dann haben wir einige Themen nicht, die wir gerade auf dem Zettel haben. 100%.